Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute endlich, endlich, endlich in alleiniger Kooperation mit Bruder Viktor aus Hamburg, der die abgelaufenen Monate solch einen Stress gehabt hat, das Buch Herrscher des Bösen nicht nur zu übersetzen. Die Übersetzungsarbeit war, glaube ich, für Viktor das Leichteste, was er hätte machen können. Es war vielmehr diese ganze strukturelle Arbeit. Das heißt, dieses Buch in ein Format zu bekommen, so dass es wirklich professionell aussieht, wenn man es als PDF sich runterlädt und vor allen Dingen auch professionell aussieht, wenn man es als PDF runternimmt und ausdruckt und in eine gebundene Form tut. Und er hat sich so viel Arbeit gemacht, dass ich jetzt auch gar nicht viel groß Worte machen möchte. Ich möchte nur sagen, endlich, endlich, endlich sind wir hier heute, um sagen zu können, innerhalb der nächsten 24 Stunden wird das Buch online gestellt, wird es auf archive.org auf meiner Bibliothek dort bereitgestellt und jeder, der es haben möchte, kann es sich runterladen und kann es in seiner eigenen Bibliothek ebenfalls Menschen zur Verfügung stehen zum Lesen. Und jetzt habe ich mir ein paar Schweigeminuten aufgelegt und überlasse das Wort an den eifrigen Arbeiter Bruder Viktor. Bitte, Bruder, und herzlichen Glückwunsch zur Vollendung dieses Werks. Ja, hallo, moin moin, und ich freue mich heute auch sehr, an diesem ja doch besonderen Sabbat mit dir jetzt das eben zu verkünden zu können, dass das Werk Herrscher des Bösen nun abgeschlossen ist und eben auch jetzt dann zur Verfügung steht zum Runterladen. Ja, es war in der Tat in den letzten Wochen, Monaten, die waren sehr arbeitsintensiv, aber ich bin an sich sehr zufrieden und ja, konnte jetzt eigentlich auch diesen Moment ja überhaupt nicht abwarten. Also es war sicherlich auch ich bin auch einer derjenigen, die sicherlich es auch diesen Tag jetzt nicht ja nicht länger abwarten hätten können. Und ja, es ist an sich irgendwo ein Geschenk des Himmels. Ich würde mir auch an allererster Stelle wünschen von meinen Brüdern und Schwestern in Christus, dass ihr im Gebet ja dankt und anerkennt und somit auch, wie Jörg eben sagte, das Buch so weit wie möglich verbreitet, es bei euch selbst in eine Bibliothek hochladet oder ja, je nachdem, wenn ihr Möglichkeiten habt, Plattformen, das anderen Menschen zur Verfügung zu stellen, dann ja, bitte ich dann auch darum, beziehungsweise sieht es auch als Aufruf jetzt, eben dafür auch mit Sorge zu tragen, dass dieses Buch eine ja größtmögliche Verbreitung finden wird. Ja, soweit erstmal von mir. Hast du noch was auf dem Herzen, Jörg? Aber natürlich, ja. Wir gehen jetzt das Buch eben mal ein bisschen durch, um den Leuten auch mal kurz deutlich zu machen, welche Arbeit von dir persönlich dahinter gestanden hat, dass sie ein bisschen begreifen, was das alles war. Weil die meisten Leute wissen ja wahrscheinlich inzwischen, dass Stefan vor ein paar Monaten, also Bruder Stefan, der uns in der Lesung Romanismus und die Reformation die ganze Zeit begleitet hat, mit der Idee ankam, das Buch Herrscher des Bösen zu übersetzen. Er meinte, er hätte es bereits getan. Ja, und dann hat er uns ein Dokument zur Verfügung gestellt, wovon ich anfänglich dachte, ach, das ist ja ganz toll, das kann man dann ja auch gleich aufs Internet setzen. Ja, und dann haben wir uns die Übersetzung angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, dass da noch eine ganze Menge Feinarbeit dran ist. Und je mehr man daran gearbeitet hat, und vor allen Dingen du, Viktor, desto feiner musste das getuned werden. Ja? Deswegen fange ich jetzt mal hier eben am Anfang an. Also zum Ersten schreiben wir hier bei Übersetzt ins Deutsche im Jahr 2018/2019, eben privat und nicht kommerziell, über Stefan, das ist hier seine Initialen, und Viktor, das sind seine Initialen. Hier ist eine Webseite, die im Augenblick noch nicht zugänglich ist, Joggler66 Info. Da werdet ihr in der Zukunft viel Information von mir bekommen, außerhalb von YouTube, weil man ja nie weiß, wie lange man da noch mit durchgehen kann. Und dann hat hier Viktor eine kleine Notiz gemacht, und in dieser Notiz heißt es dann, die Lesung und Besprechung des Buches von Joggler66, Stunde der Wahrheit, also Lesung und Besprechung des Buches Herrscher des Bösen, und hier ist dann der Link dabei für die Abspielliste auf dem YouTube-Kanal, wo man die ganzen Kapitel gelesen von mir begleitet, von Stefan und Viktor und größtenteils auch Michael damit bei, verfolgen kann.
Und dann haben wir auch sichergestellt, dass in dieser Bibel die Bibelzitate alle aus einer Bibel kommen, die auch wirklich eine korrekte Bibel ist. Und zwar sage ich das aus dem Grunde, weil Tapasorsi zum Beispiel, hier zum Beispiel teilweise, das wollte ich gar nicht haben, weil Tapasorsi hier zum Beispiel teilweise eben auch NIV oder andere Bibeln gebraucht hat in seiner Übersetzung von 1996 im Englischen. Und wir haben sichergestellt, dass alle Bibelzitate in diesem Buch in Deutsch aus der deutschen Schlachter 2000 Bibel entnommen sind. Diese Version, die Schlachter 2000, ist die einzige im deutschsprachigen Bereich, die auf den vollständig bewahrten Urtexten, dem masoretischen Text in Hebräisch im Alten Testament und dem Textus Receptus, dem empfangenen Text, was Textus Receptus auf Deutsch heißt, in Griechisch im Neuen Testament basiert. Für den kundigen Leser wird jedoch immer angeraten, selbst mit der Schlachter 2000 die Übersetzungen mit der englischen Authorized Version 1611 King James Bible entgegenzulesen. Eine Bemerkung der Übersetzer. Und das ist eine ganz wichtige Bemerkung, die hier mit reingegeben wurde, weil wir machen ja, wie ihr inzwischen wisst, ja auch unsere Bibelstudie. Auf meinem rein deutschsprachigen Kanal Joggle 66 findet ja eine Bibelstudie statt, die ich im Augenblick jeden Sonntag veröffentliche. Das ist eine Studie, wo zwar dann keine Kommentare und sowas zugelassen sind, aber es ist ja eben auch eine Bibelstudie. Und diese Bibelstudie machen wir auf Basis der Schlachter 2000, aber auch da nehmen wir die King James oftmals zu Hilfe, weil die Übersetzung der Schlachterbibel nicht immer 100% korrekt und verstehbar ist. Und deswegen ganz wichtig, dass wir hier sagen, alle Bibelzitate in diesem Buch Herrscher des Bösen sind aus der Schlachter 2000 entnommen, weil das die einzige deutschsprachige Bibel ist, die auf den Urtexten beruht. Sollte irgendetwas in diesen Texten oder in der Schlachterbibel nicht deutlich sein, dann vergleicht es bitte mit der König James im Englischen, wenn ihr des Englischen fähig seid. So, und dann gehen wir auf die nächste Seite. Natürlich ist hier eine Copyright-Vermeldung aus dem einfachen Grunde, weil Victor sich ja hauptsächlich die Arbeit gemacht hat, halt dieses Buch hier zu übersetzen. Aber wir haben natürlich dafür keine Urheberrechtserlaubnis eingeholt beim Originalverlag. Wir sehen auch gar nicht ein, warum. Also ich zumindest sehe es nicht ein. Ich weiß ja nicht, wie dein Standpunkt ist darüber, Victor. Aber ich sehe es auch gar nicht ein, weil wir das ja auch nicht für kommerzielle Zwecke machen. Und deswegen sagen wir eben, für die, wie es hier halt im Englischen heißt, für den Zweck des, der Kritik, des Kommentars abgeben, der Nachrichtengebung, der Lehre und der Ausbildung und für Untersuchung, dafür ist Fair Use, also das ist ja dieses Creative Commons. Ja, das ist so ein Begriff, der letztendlich damit diese Einschränkung normalerweise aufhebt, dass man mit, ich sag mal, urheberrechtsgeschützten ja, Werken, Texten, wie auch immer, dass man die dann auch verwenden darf. Eben. Genau. Genau, ja. Hast du schön ausgedrückt. Kannst es manchmal besser wie ich, ja. Ich verhaspel mich dann. So, dann kommen wir auf die nächste Seite und dann beginnen wir hier mit einem sehr interessanten Zitat aus von dem ehemaligen amerikanischen, US-amerikanischen Präsident William J. Clinton oder besser bekannt als Bill Clinton, der sagt, das Schlimmste, was du in deinem Leben tun kannst, ist deinen Gegner zu unterschätzen. Und um zu wissen, wer dein Gegner ist und um zu wissen, wer dein Freund ist, musst du erst und vor allen Dingen die Bibel kennen. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, die man nie vergessen darf, wenn man ein Buch wie Herrscher des Bösen oder auch ein Buch wie Herrscher des Bösen liest. Immer erst die Bibel lesen und sich bekannt machen mit dem Schöpfergott, der uns geschaffen und der alles andere geschaffen hat. Also das Universum, die Erde, die Himmel, die Tiere, die Wasser, die Fische, die Wale. Alles drum und dran und natürlich auch den Menschen. Und der unsere Geschicke von Anfang bis Ende lenkt, weil er ist das Alpha und das Omega. Den muss man erst kennen. Und wenn man den kennt, dann lernt man durch sein Buch auch den Feind kennen. Und das Schlimmste, was du im Leben tun kannst, ist deinen Gegner, diesen Feind, zu unterschätzen. Das sagt Bill Clinton hier. Er spricht natürlich aus einer anderen, aus einer gnostischen Sicht, nicht aus einer biblischen Sicht, weil Bill Clinton ist ja ganz schwer gnostisch ausgebildet. Er war ein Rhodes Scholar, er ist in der Universität von Georgetown ausgebildet und so weiter. Und was das alles heißt, das kann man lesen in Cold World Babylon. Und ein wenig kommt das auch hier in diesem Buch an die Sprache oder zur Sprache, was das heißt. Aber es ist eben so, dass wir den Teufel nicht unterschätzen dürfen, weil wie eine Aussage von dem Schauspieler, wie heißt er wieder da in dem Film, die üblichen Verdächtigen. Kevin Spacey war Kevin das. Spacey, ja, danke. Wie eine Aussage von Kevin Spacey in dem Film, die üblichen Verdächtigen ist, der größte Trick des Teufels war, die Menschheit zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt.
Und eben genau dann kann man eben seinen Gegner auch unterschätzen. Und davor warnt hier selbst der ehemalige US-amerikanische Präsident. Und dann kommen wir hier in die Abbildung. Das alleine hat schon eine ganze Menge Zeit gekostet. Und da kann vielleicht Viktor ein wenig was drüber erzählen, über diese Inhaltsangabe hier. Ja, also wir haben auf natürlich Basis des Originals die Abbildung verwendet und auch eigene, ja, treffende, passende oder auch wenn es sich eigentlich mal angeboten hat, weil die Auflösung vielleicht auch nicht so hervorragend war oder man nicht so viel erkennen konnte, weil Tapasource benutzt ja viele selbst erstellte Skizzen, aber man hat manchmal nicht so im ersten Augenblick. Ja, erkennt man nicht so gut, was jetzt wirklich abgebildet ist. Und da haben wir uns dann ab und zu gedacht, ja, wir tauschen das dann aus mit einer Originalabbildung, beziehungsweise wir haben auch ab und zu dann statt den Schwarz-Weiß-Bildern dann farbige Bilder, weil einfach ja viel besser der Inhalt sichtbar ist, ne? Ja, das Ganze ein wenig modernisiert, lass uns mal sagen. Und Ja, genau, ja, so wie man sieht, ist richtig. das also eine ganze Menge, was man hier also an Abbildungen in diesem Buch mit drin hat. Wie ihr seht, bis Seite 270, wo dann im Grunde das Foto des Autos den Schluss gibt. Aber dann kommt noch der Anhang. Und in diesem Anhang sind auch noch Bilder mit drin. Also in total hat das Buch ja, wie ihr hier an der PDF seht, 381 Seiten. Und das heißt also, es sind knapp 100 Seiten Anhang alleine schon an dem Buch. Na, dann sieht man hier die Legende, was diese verschiedenen Zeichen in den Bildern bedeuten. Dann kann man sich das nehmen und dann haben wir hier das Inhaltsverzeichnis, dass dann natürlich auch jeder Titel versucht wurde, so deutsch wie möglich auszudrücken. Hier haben wir Kapitel 17 zum Beispiel, das perfekte Timing einer großen Rundreise. Jetzt könnt ihr sagen, ja, das perfekte Timing ist ja nun kein Deutsch. Timing, ne, das ist ja, da hätte man ja vielleicht auch noch eindeutschen können. Ja, also ja, ich selber bin immer ein großer Fan gewesen, so wenig Anglizismen wie möglich mit reinzunehmen. Aber wenn man ein Buch von einem Amerikaner über amerikanische Geschichte nimmt, dann muss man hier und da damit leben, dass da eben auch ein anglizierter Term drin ist, wie in diesem Fall hier zum Beispiel das perfekte Timing, dass eben Timing kein deutscher Titel ist. Aber ansonsten sind die Titel wunderbar ins Deutsche übersetzt worden von allen 25 Kapiteln. Und dann haben wir hier unten noch den Anhang, wo wir dann sehen, es gibt von Anfang A, B, C, D, E bis F auf Seite 303, wo das anfängt, noch einen Anhang damit bei. Und dann beginnt das Buch hier mit der Abbildung, mit der Skizze, die Tapasource selbst gezeichnet hat von Persephone, also die Freiheitskönigin, die auf dem Kapitol steht. Dann haben wir hier das Bild des Kapitols und dann beginnt es mit einer Einleitung. So, und wir wollen jetzt auch nicht hier Seite für Seite das Buch durchgehen. Wir scrollen jetzt einfach mal ein wenig runter und dann gehen wir zum Beispiel mal in das erste Kapitel rein. Da möchte ich doch noch mal eben kurz drauf kommen. Da haben wir hier also die Zeichnung von dem Time Magazine, das ja wahrscheinlich jeder schon mal früher oder später gesehen hat, die Zeichnung hiervon und dann später haben wir hier auch wie hier drunter, gleich drunter steht, der komplette Artikel im Anhang F. Also dann geht man zum Anhang F und da ist dann das Originalbild, Titelbild des Time Magazins da und da kann man dann den Time Magazin Artikel lesen, den ich natürlich in meinen Lesungen auch vorgelesen habe und dann beginnen wir hier mit dem ersten Kapitel, das verborgene Rom. Und wenn ihr euch jetzt mal die Seiten so anschaut, ja, dann seht ihr, wie hier der Einsprung links, teilweise der Einsprung rechts, aber hauptsächlich der Einsprung links sich auch mal verschiebt, ein ordentlicher Rand gehalten ist, dass das Buch, auch wenn es ausgedruckt ist, vernünftig gebunden werden kann. Ja, dass man also, wenn man das Buch dann bindet und dann aufschlägt, dass man das dann auch vernünftig lesen kann. Dann sieht Ja, man hier. es ist natürlich auch immer eine Herausforderung, wenn man jetzt in dem Fall, wie wir es jetzt auch gemacht haben, diesen Blocksatz verwendet, dass der auch so einigermaßen auch vom Auge her auch, ne, neigt manchmal dazu, dass da so größere Lücken sind im Satz selber oder in einem Absatz. Und das, ja, ist auch nochmal so eine Sache, das bindet auch einiges an Zeit, das so ein bisschen zu optimieren. Sicherlich kann man das an einer oder anderen Stelle auch noch besser machen, aber ich sag mal mit meinem Laienverständnis und auch mit der, ja, ich denke auch mit der jetzt Zeit, die schon ins Land gegangen ist, ist es mal auch irgendwann sicherlich dann auch muss man auch irgendwann mal einen Schlusspunkt setzen und aber an sich soweit, wie es mir möglich war, dass auch ja, was du gerade sagtest, das so vom Layout dann nochmal so endgültig zu optimieren, weil ich an sich doch auch vorhatte, das mal auszudrucken und ja, wenn es dann in einer doch auch,
ja, sag mal, in so eine Form gegossen ist, dass es eben von der ersten bis zur letzten Seite irgendwo immer wieder denselben Wiedererkennungswert hat, dann ja, ist es sicherlich auch noch ein wenig angenehmer zu lesen. Ja, und wenn man sich dann halt anschaut, wie das hier gemacht wurde, wie, ich habe es gerade runtergescrollt mit den Namen, die da eingefügt sind, dann sehen wir hier die Bilder, dass dann teilweise neben den Bildern noch Text ist. Jetzt, wenn wir hier das zweite Kapitel mal eben schauen, ob wir hier irgendwo noch Bilder haben. Hier zum Beispiel haben wir eine Zeichnung von Kaiser Konstantin, daneben läuft dann hier der Text mit bei. Also ich glaube, dass wenn ihr das Buch mal durchgeht, wir gehen jetzt mal hier ein bisschen durch, auch hier war gerade ein schönes farbliches Foto, Farbfoto habe ich gerade gesehen. Mal eben sehen, hier, voilà. Ignatius im Himmel, ja, das hier eingefügt wurde. Also auf mich macht das einen unglaublich professionellen Eindruck. Und man muss hier nun mal ganz deutlich sagen, dass Stefan, der die Basisübersetzung uns besorgt hat, und dann Viktor, der das Ganze also wirklich in akribischer Kleinarbeit in den letzten Monaten fertiggestellt hat, bis wir heute uns hier hinsetzen und dieses Video machen können, um euch das Buch vorzustellen und euch zu sagen, dass ihr es jetzt auf archive.org runterladen könnt. Da sehen wir, was für eine Mühe er sich damit gegeben hat und wie professionell das im Grunde rüberkommt. Ich meine, Viktor selber, erzähl doch mal ein bisschen, Viktor, du hast ja nämlich irgendwie einen computertechnischen Hintergrund, Nein, arbeitsmäßig oder sowas, ne? das habe ich jetzt nicht. Nein, auch musste ich mich jetzt, sage ich mal, im Zuge ja jetzt dieses Projekts auch noch mal mit einem neuen Textbearbeitungsprogramm auch noch mal wieder befassen, beziehungsweise jetzt so neu nicht, aber wieder mal befassen, was jetzt schon einige Jahre her ist und auch jetzt mit einer neueren Version. Ja, das sind natürlich dann auch so Herausforderungen auch, die dann auf einen zukommen. Also ist es auch während der Erstellung, ich glaube, das Intro, Outros habe ich auch noch mal mit einem neuen Programm angefangen zu arbeiten. Und ja, es ist natürlich auch immer so, dass viel Zeit ab und zu auch mal irgendwo verloren geht, dadurch, dass man ja mal was ausprobieren muss und sieht dann, nee, das Ergebnis ist nicht so gewünscht, wie man es haben möchte. Und dann muss man halt auch ja die Werkzeuge dieses Programms dann auch ja erlernen, die zu beherrschen, ne? Dann kommt man auch schneller und effektiver weiter. Und dann ist, ich denke, auch das endgültige Resultat dann auch, zumindest aus meiner Sicht, dann auch befriedigend, ja. Es ist aber natürlich eine Art von Learning by Doing, ne? Also man lernt, während man das im Grunde macht. Ich zum Ja, Beispiel richtig. Das sehe. ist aber zum Beispiel auch mit der Übersetzung auch an sich. Also das ist auch ein Punkt, zum Beispiel da damals mit Hinter den Diktatoren, da musste ich auch erstmal mich so ja reinarbeiten, um auch zu merken oder für mich zu erfahren, was denn auch ein effektiver oder sagen wir auch ein zeitlich effizienter Vorgehensweise ist, wie man eben herangeht. Aber ich habe jetzt keinen professionellen oder irgendeinen Hintergrund, der, sage ich mal, bis auf, sage ich mal, was man in der Schule und so nebenbei ja, so im Leben, im Laufe seines Lebens so mitgenommen hat und erlernt hat, dass man ja, dass ich das jetzt zum Glück hier irgendwie auch mit einfließen konnte und oder das mit einfließen lassen konnte. Und ja, ich hoffe und bete dafür, dass es auch soweit, ja, soweit es geht, möglich auch angenommen und verbreitet wird dann, ja. Wie es oftmals in solchen Büchern ist, solche Bücher befassen Fußnoten und ich habe hier zum Beispiel jetzt auf Seite 186 mal eine Fußnote aufgemacht. Also auch diese Fußnoten wurden alle in akribischer Kleinarbeit übersetzt und dann anstatt einen Link zu machen und dann am Ende des Buches die ganzen Fußnoten aufzumachen, haben wir uns oder bisher hat Viktor sich die Mühe gemacht zu sagen von guck, ich mache hier eine kleine Notiz und da klicke ich dann mal drauf, wenn ich das PDF habe. Und dann geht die Fußnote auf und dann kann ich gleich die Fußnote hier lesen. Das heißt, ich muss nicht mal das Lesen des Buches unterbrechen, um hinten im Buch eine Seite aufzuschlagen mit den Fußnoten, sondern ich kann das hier gleich während des Lesens machen. Ja, ich denke, das ist auch eine ganz tolle praktische Möglichkeit, eben um ja möglichst nicht so viel Hin- und Herklickerei, möglichst ja das Thema dann auch oder die Fußnote aufzugreifen und darin dann auch weiterzulesen. Ich denke, das ist eine ganz tolle praktische Geschichte, ja. Auch diese Tabelle, die wir hier jetzt gerade sehen, da geht es über das Generalat von Lorenzo Ricci.
Das ist eine saumäßig schwierige Arbeit. Das ist in einer Art Foto verarbeitet, ne? Weil das ist ein einziges zusammenhängendes Dokument. Das ist ein Foto. Das ist nicht wie der Rest des Textes. Das seht ihr, wenn ich hier mit der Maus darüber gehe. Hier verändert sich das. Ja? Und trotzdem alles wirklich sehr akribisch übersetzt bis ins kleinste Detail, dass wir wirklich versucht haben, alles darin zu bringen. Und dann haben wir hier auch wieder schön farblich die Flagge der East India Trading Company, der britischen Ostindien Company. Und was ich auch noch sagen wollte, hier oben, immer steht hier oben auf jeder Seite oben der Titel des Buches und das Kapitel und der Name des Kapitels. Auf jeder Seite. Das ist wirklich, nochmal hier, Fußnote wieder, ja, das ist sehr, sehr professionell gemacht. Und da könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass so etwas wirklich nicht über Nacht passiert und dass das Viktor einige Tage, Nächte und Schweiß und Tränen gekostet hat. Vor allen Dingen, wenn man eben, wie er selbst sagte, nicht so einen ausbildungsmäßigen Hintergrund hat, dass einem das mehr oder weniger mit einem Papplöffel, wie man so schön sagt, mit einem Mutterlöffel, mit Mutterbrei eingegeben wurde, sondern dass man sich diese Sachen selbst anlernen muss oder anlernen musste. Und dann dieses Buch in dieser Art und Weise rauszubringen, also ich ziehe davor meinen Hut und vor allen Dingen danke ich dem Herrn Jesus Christus, der durch seine Leitung überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass in der initiell Stefan das Buch übersetzt hat und dass dann Viktor, das sich auf sich genommen hat, dieses Buch in dieser Qualität, wie es jetzt vorliegt, uns zur Verfügung zu stellen und euch zur Verfügung zu stellen. Und wir müssen das mal eben ganz deutlich sagen. Es gibt in dieser Welt unglaublich viele Verleger, ja, also Verlagsfirmen, unglaublich viele sogenannte Schriftsteller, unglaublich viele sogenannte Übersetzer und keiner von denen, die es professionell machen, ist jemals auf die Idee gekommen, dieses wunderbare Werk von Frederick Tapassorsi, Herrscher des Bösen oder Rulers of Evil, ins Deutsche oder überhaupt in eine andere Sprache zu übersetzen. Das Buch findet man nur im originalen Englisch. Und jetzt eine Weltpremiere in kompletter Übersetzung. In einer komplett deutschen Aufmachung. Ich glaube, das ist auch die erste Übersetzung überhaupt von dem Buch. Ist ja das, was ich gerade sage. Ja, man findet es nicht in irgendeiner anderen Sprache. Nur in Deutsch finden wir jetzt diese erste komplette Übersetzung des ganzen Buches in eine andere Sprache, außer Englisch. Ja, davor gab es das nur im originalen Englisch und jetzt ist Deutsch die allererste Sprache von vielleicht anderen, die noch folgen. Ich weiß es nicht. Es wäre ja toll, wenn andere Leute sich anschließen und sagen, wenn die das ins Deutsche übersetzen können, dann können wir das ins Polnische, ins Russische, ins Italienische, ins Spanische übersetzen. Das weiß ich ja nicht. Die Möglichkeit ist jedenfalls jetzt da, eben auch, weil wir das vollkommen kostenfrei im Internet zum Herunterladen zur Verfügung stellen und jeder sich das ohne irgendwelche Kosten machen zu müssen, ganz frei im Internet runterladen kann und dann das Buch ganz gezielt lesen und studieren kann. Herrscher des Bösen von Frederick Tapassorsi. Ja, also ich bin hier mit meinem Latein am Ende, ich bin auch hier mit meinem Lob am Ende. Aber wie gesagt, das Lob dient natürlich einerseits unserem Bruder Viktor, der sich die ganze physische Arbeit gemacht hat, aber es ist vor allen Dingen auch sehr, sehr wichtig, um unserem Vater im Himmel zu danken und unserem Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist, der uns geleitet hat, um überhaupt dieses Buch in dieser Form so den Menschen jetzt heute vorstellen zu können. Und ohne die Hilfe des Herrn hätte Tapassorsi in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts dieses Buch erst nicht geschrieben. Ohne die Leitung des Heiligen Geistes wäre das Buch nicht für mich so wichtig gewesen, dass ich die erste Online-Lesung auf YouTube von dem kompletten Buch in Englisch gemacht hätte, weil auch das findet man komplett nicht auf YouTube. Tom Fress hat es zwar in Inquisition Update gelesen, vor einigen Jahren, aber dem seine Lesung ist auf First Amendment Radio in den Archiven und ist niemals als Video erschienen und schon gar nicht als Video, dass es auch wirklich die Mühe macht, sich anzuschauen, weil die Videos, die ich mache von dieser Lesung, da seht ihr das Buch auf der einen Seite und auf der anderen Seite immer ein Bild dementsprechend, wo wir jetzt drüber lesen, ob das jetzt eine Person ist, ob das ein Ereignis ist oder ob das vielleicht ein kleiner Film ist, der dann nebenbei läuft. Aber so professionell, wie die Videos gemacht sind von der deutschen Lesung, gibt es keine englische. Und auch im Englischen hat sonst keiner das Buch, bei meinem Wissen doch nicht, komplett und ganz gelesen, wie ich es damals getan habe. Und damit habe ich im Grunde den Anstoß gesetzt, weil damals hat mich der Andreas darauf angesprochen und gesagt von, ja, gibt es das nicht auch in Deutsch? Und weil ich dann sagte, ich wollte eine Zusammenfassung machen, sagte er, ja, mach doch eine Zusammenfassung in Deutsch.
Und die kennt ihr ja, die ist ja auch in der englischen Spielliste mit drin und die ist auf zwei Kanälen komplett veröffentlicht und ist auch schon über 30.000 Mal angeschaut, meine ich. Also hat schon reichlich sein Publikum gefunden. Aber jetzt die Möglichkeit, nicht nur die deutsche Lesung, wo wir immer noch mit beschäftigt sind. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ich glaube, wir haben gerade das 12. Kapitel abgeschlossen, hey Victor? Heute am 15. Juni 2019. Ja, das dürfte soweit genau, ja. Also wir gehen dann jetzt nächstes Mal in der Lesung in das 13. Kapitel rein. Das Buch hat 25 Kapitel. Wir sind schon bei 25, 26 Lesungen. Also das wird noch ordentlich Fahrt aufnehmen. Aber das Buch steht halt jetzt jedem zur Verfügung, dank der Intervention, sage ich jetzt mal, des Heiligen Geistes, um erst die englische Lesung, dann die Zusammenfassung von ein paar Jahren, die Andreas gemacht hat, zu machen und dann daraus inspiriert, die Idee von Stefan, das ganze Buch zu übersetzen und dann eben mit der Abarbeitung von Viktor, der sich halt, wie gesagt, die letzten Monate teilweise 10 und mehr Stunden am Tag auf seine vier Buchstaben gesetzt hat, um dafür zu sorgen, dass dieses Buch fertig wird. Und jetzt liegt es vor. Und jetzt liegt es an euch, um dieses Werk, diese Arbeit in der Hinsicht zu schätzen, dass ihr es runterladet, so viel ihr könnt, und verteilt, so viel ihr könnt. Ihr könnt dieses Buch auf USB-Stick setzen, ihr könnt es auf extra Disketten setzen, ihr könnt es teilen mit Links in Foren, in denen ihr euch aufhaltet. Ihr könnt es teilen mit euren Freunden, Bekannten, Familie über Facebook, über Skype, über Twitter, über wo auch immer man wo man auch immer Ja, Internetlinks oder setzen kann. WhatsApp, in diese WhatsApp-Gruppen oder was es da nicht alles gibt. Ja, all diese ganzen möglichen, diese sozialen Medien, wie man so schön sagt, könnt ihr gebrauchen, um den Link zu verteilen, um diesem Buch die größtmögliche Verteilung zu geben, weil es ist zwar von einem Amerikaner mehr oder weniger geschrieben über die amerikanische Geschichte. Aber wir sehen auch während der deutschen Lesung, dass vieles, was auf Amerika da zupassbar ist, eben auch auf Deutschland, auf Europa, auf die ganze Welt zupassbar ist. Weil schlussendlich ist dieses Buch Herrscher des Bösen eine Erklärung, warum wir Menschen in dem System leben, in dem wir leben. Und wir leben in einem antichristlichen System. Und sicher wir, die wir uns als Christen bezeichnen, finden es ganz, ganz wichtig, einen Unterschied darzulegen zwischen dem christlichen und dem antichristlichen System. Und mit Herrscher des Bösen hat man das antichristliche System verstanden. Und es gibt viele Leute, die aufgrund der im Mainstream, sage ich jetzt mal, also in der allgemeinen Medien verbreiteten Meinung über Amerika, sich dem anschließen und sagen, oh, Amerika ist der Polizist der Welt und Amerika ist so böse, dies und das, aber sie haben niemals eine Ahnung, warum. Und genau das wird in diesem Buch erklärt. Wenn ihr dieses Buch gelesen habt, wenn ihr dieses Buch verstanden habt, wenn ihr meiner Lesung videomäßig gefolgt seid oder ihr lest das Buch für euch selber, dann begreift ihr, dass Amerika von ganz anderen Menschen gegründet wurde, als was uns in der Schule, als was in den Medien, als was überall uns eingetrichtert wird. Es sind ganz andere Menschen an der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika beteiligt gewesen von Anfang an, als diejenigen, die euch erzählt werden. Und selbst diejenigen, die euch erzählt werden, haben eine andere Agenda. Da hat Chris Pinto mal einen schönen Film drüber gemacht, der in Englisch zur Verfügung steht und der heißt The Hidden Face of the Founding Fathers. Den kann man auf YouTube und sonst wo sich anschauen. Aber der Film geht nicht so weit, wie dieses Buch geht. Dieses Buch geht noch viel weiter. Und deswegen mein Aufruf, besorgt es euch, teilt es, schaut es euch an, lest das Buch und messt alles, was darin steht, auch an der Bibel. Auch ganz, ganz wichtig. Dieses Buch ist zwar sehr, sehr wichtig, aber das wichtigste Buch ist immer noch die Bibel, um zu haben. So, und jetzt habe ich genug geredet. Jetzt möchte ich Viktor die Ehre lassen, dieses Video mit seinem Kommentar abzuschließen. Ja, das ist sehr nett von dir. Vielen Dank. Ich denke, alles Wesentliche ist erwähnt worden. Ich möchte das dann nochmal an der Stelle ja nochmal unterstreichen, auch was du auch zuletzt gesagt hast. Dadurch eben, dass in Kombination mit dem Heiligen Geist wir zusammen zu dritt da jetzt was auch eben ja hergestellt haben, was hoffentlich, oder wir beten auch dafür, eben eine weite Verbreitung findet, um auch für unseren Herrn Jesus Christus ja, einen Dienst zu tun,
damit sein Wort, damit seine Botschaft auch weit verbreitet wird und die Menschen eben auch, was du sagtest, erkennen können, ja, warum die Welt ist, so wie sie ist und gerade auch vielleicht ja auch Amerika speziell, der böse, böse, böse Polizist in der Welt und ja, woher, warum, weshalb die Ursache, die Gründe liegen. Ich denke, das ist in diesem Werk, kommt das ganz gut zum Ausdruck. Ja, eben ist es auch so, weil auch eben der Stefan auch, denke ich, initial da eine sehr gute Arbeit auch schon oder viel Arbeit auch für sich auch schon investiert hat, um das jetzt auch letztendlich so, wie es jetzt ist, auch, dass wir euch das jetzt so zur Verfügung stellen können. Ja, da waren viele, viele, viele Stunden und Abende und Nächte, die ich damit auch verbracht habe und sicherlich der Stefan und auch der Jörg hat auch viel Zeit verbracht mit ja, korrigieren und mal drüber gucken und ich finde letztendlich hat das so, wie es jetzt ist, einen sehr, sehr guten Abschluss gefunden und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn so viele wie möglich daran partizipieren können und das dann auch weiter verbreiten, weiter verteilen. Ja, es ist, denke ich, soweit alles gesagt. Ja, ansonsten nochmal, was ich ja initial auch sagte, für diejenigen Brüder und Schwestern in Christus in erster Linie, ja, würde ich mir wünschen, dass ihr in Gebet anerkennt und gedankt oder dankt und damit, ja, möchte ich dann auch jetzt dieses Video jetzt abschließen und sag dann auch, wie gehabt, lest eure Bibel und Maranatha. Und ich würde sagen, wir sagen jetzt beide nochmal ganz kräftig, Viktor, wir freuen uns darauf, jeden, der dieses Video jetzt gesehen hat und sich das Buch runterlädt, auch zu begrüßen bei einer der nächsten Lesungen von diesem Buch, wo wir ja immer noch in der Mitte sind. Und das noch fortsetzen müssen, ne? Ja, definitiv. Das sollten wir auch nochmal, stimmt, das ist ein guter Punkt, den du noch mit anfügst. Ja, da ist auch jeder sehr herzlich eingeladen, auch immer die Lesung mitzuverfolgen. Und ja, wer natürlich auch ein sehr intensives Interesse hat, auch dann gegebenenfalls regelmäßig dann auch daran teilzunehmen, der kann sich ja auch mal bei dem Jörg melden. Ja, und damit können wir vielleicht das doch mal im Chor versuchen? Ne? Bis zum nächsten Mal. Bibel, ne? Ja. Ja. Lest Aranat. Eure Bibel. Klappt nicht so gut, ne? Nee, das ist mehr so im Kanon, ne? Ja, das ist mehr ist so wahrscheinlich Kanon. Besser. Also, bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha.